Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metroid Other M. Im letzten Part ging das große Nachholen der 100% los. Wir haben da schon im Hauptsektor, in Sektor 2 und auch jetzt hier in Sektor 3 dann schon die 100% aller Items gesammelt. Sehr schön. Und jetzt in diesem Part geht's dann noch weiter mit dann dem ersten Sektor und dann auch noch dem Biowaffenlaboratorium. Übrigens, wie viele Items gibt's eigentlich da? Ist ja nicht so groß. Da fehlen nur zwei Items dann anscheinend. Fehlen nur zwei, okay. Das sollten wir uns dann relativ schnell hinkriegen, aber in Sektor 1 fehlen dafür noch sehr, sehr viele. Und da werden wir uns dann gleich irgendwo hier in Sektor 1 wiedersehen, wenn ich eben dann dort mein erstes Item dann hier aus Sektor 1 bekommen werde. Hui! So, hier ganz am Ende von dieser langen Ranke dann mit dem Shinespark schön nach oben jumpen. Und dann kriegen wir hier in Sektor 1 unseren ersten weiteren Missile-Container hier beim Nachholen. Und da oben habe ich gerade eine Super-Missile-Tür gesehen. Das ist ja fies. Muss ich dann... Ich weiß nicht genau, ich meine, ich kann ja auch während ich rutsche, kann ich ja auch schießen. Muss ich dann da wirklich während dem Rutschen dann da schießen? Ich kann die Ranken halt zerstören, oder wie? Ich kann die mit dem... Achso, nee, okay. Ich kann einfach nach oben laufen und mit dem Speedbooster die Ranken zerstören. Ist ja cool. Und... Das reicht noch nicht wahrscheinlich, oder? Das dachte ich mir schon. Ich muss erstmal hier alle Gegner töten, so ungefähr. Und da kann ich dann nach oben rasen. Und dann habe ich so leichteres Spiel, weil ich glaube nämlich, dass auch wirklich, oder dass es gar nicht so wirklich möglich wäre, da einfach so jetzt schon beim ersten Mal dann nach unten zu rutschen und mit der, dann das Supermissile drauf zu schießen, ne? Weil eben die ganzen Ranken da im Weg wären. Aber jetzt kann ich die alle zerstören. Sehr schön. Und kann dann so gleich schön auf die Supermissile-Tür zielen und dann die auch hoffentlich treffen. Von hier oben geht es ja sogar auch gleich. Ja, es geht noch, okay, ich muss ein bisschen näher ran. Okay. So, und jetzt. Dann treffen. Bam! Okay. Und, okay, dann muss ich jetzt am besten nochmal entlang rennen. Das ist ziemlich kompliziert. Nochmal entlang rennen und dann gleich den Shinespark im richtigen Moment einsetzen. Um dann dort nach oben zu fliegen. Na, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Jetzt. Okay, da habe ich aber auch das Licht an. Aber ich habe da jetzt aber eher schon ein bisschen vorzeitig eingesetzt. Also ich habe auch viel Glück gehabt. Aber ich habe es einfach erstmal hinbekommen. Sehr schön. Und damit kriegen wir einen weiteren Missile-Container. Achso, okay, alles klar. Da wäre einfach, okay, das war nämlich dieses grüne Licht da. Da war einfach ein Verankerungspunkt für den Grapple-Beam. Und da kann man sich dann da festhalten und da hat man hier noch ein bisschen leichteres Spiel. Alles klar. Und da kann man, glaube ich, mit Warnsprung da einfach nach oben. Deswegen, ich habe es dann doch eigentlich anders gemacht, als ich es machen sollte. Aber wir haben den trotzdem bekommen. Deswegen passt ja alles. So, die Tür können wir jetzt übrigens auch zerstören. Das war nicht wichtig, weil ich kam ja um diese Tür auch schon davor immer herum. Jetzt habe ich dann eben hier auch mit der Supermissile-Tür, die jetzt weg ist, dann eine weitere Abkürzung. Und hier ist auch gleich das nächste Item in diesem Raum übrigens. Und zwar ist es nämlich... Ja, da oben eher nicht. Dann hier unten. Anscheinend irgendwo. Hier ist irgendwo in der Treppe drin. Oder wie? Hier so irgendwie. Oder muss ich doch hier aus dem Morphball... Ja, nee, glaube ich eigentlich weniger. Weil das war doch der Morphball-Durchgang, wo wir dann letztendlich in diesen Raum hier zum ersten Mal kamen. Weil wir ja ursprünglich natürlich nicht die Super-Missiles hatten. Das ist schon klar. Aber ich meine, wo finde ich denn hier jetzt noch ein Item? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Achso, einfach direkt über mir. Da. Okay. Also wieder mal dann den Shinespark, oder wie? Ich glaube schon. Also man muss sogar hier dann noch ziemlich häufig den Speedbooster und den Shinespark einsetzen. Weil ich meine, die Fähigkeiten sind auch sehr cool. Es macht sehr viel Spaß, hier dann immer so entlang zu heizen und dann da schnell in irgendeine Richtung zu jumpen. Deswegen, ich finde es ganz cool. So, und hui! So, ganz weit nach oben wieder. Und da finden wir dann in der Kiste, Moment, in der Kiste, bam, noch einen weiteren Missile-Container. Okay, und hier ist dann das nächste Item, da oben irgendwie, oder hier dahinter. Nicht hier oben anscheinend, okay. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, hier jemals gewesen zu sein, ehrlich gesagt. Hier an diesem Ort. Nee, hier war ich echt noch nie. Okay. Missile-Container. Weil der liegt ja auch ziemlich offen rum eigentlich. Und ich meine, Wandsprung konnte ja Samus schon von Anfang an. Das wundert mich ein bisschen, dass ich dann hier nicht gewesen bin. Achso, okay, oder es war einfach so, dass diese Tür hier noch auch verschlossen war, als wir hier zum ersten Mal waren. Was ist eigentlich hier? Lass mal kurz nachgucken, was hier nochmal war. Ja genau, das war der Ort, wo wir dann diesen Forscher da gesehen haben, der dann hier tot auf dem Boden lag. Richtig. Ja, das ist vielleicht echt so, dass dann dieser Weg da gerade eben, den ich da jetzt entlang gegangen bin, dass der damals verschlossen war. Weil die Tür ist ja auch verschlossen, noch immer zum Beispiel.
Und dass es damals aufgeschlossen war, und es hat sich dann aber durch irgendwas geöffnet halt. Und deswegen kommt man dann erst jetzt an den Missile-Container hin. Aber durch was genau und wann sich das geöffnet hat, habe ich keine Ahnung, aber scheint irgendwie der Fall zu sein. Kein Problem. Auf jeden Fall, hier vorne gibt es dann noch 1000 Milliarden weitere Items, die wir uns dann gleich noch hoffentlich alle holen werden. Ui, ich habe jetzt mal einfach wieder hier nach oben gecheatet, wo ich ja eigentlich gar nicht hin soll, aber so komme ich jetzt dann sehr leicht an dieses weitere Tankbauteil. So, eigentlich soll man da, ich will es mal kurz zeigen, eigentlich soll man doch hier genau mit dem Grapple dann hinkommen. Und zwar von der anderen Seite aus. Von hier aus, wo ich dann hier mit dem Morphball-Durchgang dann eben hier wieder rauskomme. Also, das ist der eigentlich geplante Weg. Aber mit dem Shinespark wieder mal kommen wir da auch ziemlich leicht. Also, hier Speedbooster und Shinespark sind schon echt ziemlich cool. Da kommen wir echt so ziemlich überall hin. So, und da sehe ich ein weiteres Item, wo wir dann gleich wieder hinter dieser Super-Missile-Tür hinkommen werden. Bam! So. Und da finden wir nämlich noch einen Missile-Container. Ich frage mich ja, was die maximale Anzahl dann hier so sein wird. Ich weiß nicht, ob es eine schöne Zahl dann am Ende wird. Also, wir haben noch einige weitere Items. Vielleicht dann 75 oder 80 oder sowas. Also, 100 kriegen wir nicht mehr, weil dafür sind nicht mehr genügend Items übrig. Aber vielleicht irgendwie sowas in dem Bereich könnte vielleicht sein. Mal gucken. Am besten mache ich mal gar keinen Schnitt sogar, weil ich habe jetzt dann hier gleich in der Nähe, gleich im selben Raum nochmal ein Item. Nämlich dann hier dahinter irgendwie. Wo ich dann jetzt nicht weiß, wie ich da hinkommen soll, so spontan. Und auch die Raumanordnung verrät mir jetzt da nicht so viel. Ich kann mal kurz gucken, weil hier ist ja gleich sogar noch ein Item in direkter Nähe. Nämlich dann noch hier. Und vielleicht sehe ich ja das ein bisschen eher, wo ich dann da hingehen muss dafür. Das ist dann. Oder hier mit dem Boden einfach, hat es irgendwas zu tun? Nee. In der Richtung ist es ja direkt vor mir. Das ist aber auch nichts. Okay. Das ist komisch. Ich kann mal kurz gucken von hier unten aus vielleicht. Das könnte noch am ehesten sein. Dass ich hier links irgendwo den Durchgang gleich habe. Ist das dasselbe Item noch? Ja, okay, ist noch dasselbe. Also es könnte auch dann auch hier unten sein. Okay, ist einfach da oben, oder? Warte mal kurz. Das sieht so noch aus. Also dann wieder mal hier, weil hier ist auch ein langer Gang davor. Genau. Dann wieder mal hier schön entlang sausen. Und dann wieder mit dem Shinespark schön nach oben jumpen. Und dann dort gleich hoffentlich ein weiteres Item erhalten. Ja, das war knapp. Aber gerade noch so aktiviert. Sehr gut. So. Oder wo genau bin ich jetzt eigentlich? Also, ne, okay, jetzt bin ich wieder im selben Raum. Aber ich will jetzt dann diese komische Klappe da. Die ja gerade diese Bodenplatte hier, bin ich halt jetzt da nach oben gesprungen. Das ist ja interessant. Aber was habe ich denn jetzt da vorne eigentlich? Ich weiß nicht genau. Obwohl ich da gerade übrigens noch weitere Dinger zum Festhalten gesehen habe. Deswegen eventuell kann ich jetzt dann gleich hier was machen. Ah, hier nämlich. Das ist fies. Und da finden wir dann noch einen Missile-Container. So, und jetzt mache ich dann nochmal einen kurzen Schnitt, bis ich dann gleich noch herausgefunden habe, wie ich dann zu dem anderen Item da noch hinkommen kann, weil das weiß ich gerade nicht. Aber ich dann gleich schon noch herausfinden. Hoffe ich mal. Oh, okay, das war eigentlich auch ziemlich dumm von mir. Sogar. Weil ich weiß noch, als wir hier in dem Raum zum ersten Mal waren, habe ich nämlich hier auf der linken Seite da so einen Morphball-Durchgang gefunden, der aber halt irgendwie keinen wirklichen Sinn hatte, weil nämlich hier nichts ist. Aber ich hätte mir ja dann denken können, dass er dann vielleicht auf der rechten Seite auch so einer ist, und so ist es auch. Und da ist nämlich was Wichtiges, weil ich nämlich dort dann auch ein Item finden kann. Okay, das war dumm, das hätte ich mir eigentlich denken können. Aber egal, jetzt haben wir es auf jeden Fall auch. Und da haben wir jetzt auch das hier mitnehmen können. Mehr ist hier aber nicht mehr dann. Nee, anscheinend nicht. Gut, und dann als nächstes will ich mir noch entweder die Items da unten holen oder halt dann mit dem hier und dann mit den allen, die hier noch vielen weitermachen. Also es kommen echt noch einige hier in Sektor 1. Und mal gucken, was wir dann hier als nächstes so finden werden. So, hier ist nämlich ein Item. Und zwar da oben. Da kann ich mich sogar auch noch dran erinnern, dass da oben. Nochmal halt auch so ein Gang nach oben war, wo ich aber damals beim ersten Mal nicht wusste, wie ich da hinkommen soll. Aber wieder mal, wie bei so vielen anderen Items, ist der Scheißmarkt die Lösung. Den wir dann gleich wieder hier schön einsetzen wollen. Ich hoffe, ich habe wieder genügend Anlauf genommen. Das dürfte ausreichen. Gerade so. Hui! Wow. Okay. Und dann hier ganz oben finden wir einen weiteren Missile-Container. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier sogar noch mehr, weil ich hätte auch noch eine Ebene weiter nach unten gehen können, nämlich hier genau. Was ist hier noch? Da ist noch ein Morphball-Durchgang. Führt mich der hin? Habe ich den schon mal gefunden? Ich werde mal kurz gucken, welche von den beiden das ist, die da auf der Karte verzeichnet sind. Moment. Das ist. Okay, hier führt der hin. In diesen Raum wieder. Habe ich den. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den schon mal gefunden habe davor. Kann sein, aber ich weiß nicht mehr genau.
Der führt dann hier außen entlang. Ja, doch, stimmt, den habe ich schon mal gefunden, richtig. Weil ich auch schon mal hier außen gewesen bin. Aber vielleicht ist sogar das der eigentlich gedachte Weg, wie man hier nach außen kommen soll. Weil ich kam doch damals von diesem inneren Glasbereich dann hier hin. Oder? Glaube ich schon. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Ich will noch kurz zu Ende rollen. Ich will jetzt dann gleich nicht irgendwo runterfallen, wo ich dann nicht mehr zurückkommen kann. Okay, ich komme hier noch zurück. Jetzt bin ich dann eben hier draußen. Wo ich ja, wie gesagt, dann auch schon hier gewesen bin. Okay, alles klar. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder bei weiteren Items dann, wahrscheinlich bei dem da unten. Mal gucken. Und hier haben wir das nächste Item. Und zum ersten Mal jetzt in diesem Part, glaube ich, ne? Ich glaube zum ersten Mal in diesem Part, ja. Haben wir wieder mal einen lustigen Kampf. Ich will jetzt mal ein bisschen weiter weggehen vielleicht, weil das ist nämlich, glaube ich, klüger, wenn ich nämlich dann mehr Zeit habe, um meine Supermissile vorzubereiten. So, gegen den Kollegen hier. Ja, das war, ich habe nicht anwesend gehabt. Aber ich kann jetzt so schnell mittlerweile aufladen, weil ich da so viele in Folge rausballern kann, dass er keine Chance mehr, der Kollege hier. Weil jetzt halt hier mit dem Mega-Schnelllader ist es schon ziemlich cool. Okay, will ich nochmal kurz demonstrieren, wie schnell wir jetzt aufladen können. Das ist echt der Wahnsinn. Vor allem Samus hat ja auch immer so einen kurzen Rückstoß. Und wenn sie ihren Rückstoß da hatte, kann ich quasi direkt danach schon wieder schießen, so ungefähr. Das ist echt verdammt cool. Und vor allem, die Missiles kann ich ja jetzt genauso schnell aufladen, wie eben auch den Charge Beam. Deswegen ist das echt ziemlich cool. So, und ein weiteres Tankbauteil. Will ich mal übrigens kurz zeigen, dass wir jetzt schon, kann ich mal den Status einsehen, dass wir da jetzt schon 14 Tankbauteile bekommen haben. Und wie gesagt, die Anzahl muss ja durch 4 teilbar sein, wenn es irgendwie Sinn machen soll. Deswegen können wir jetzt dann entweder noch 2 weitere oder sogar noch 6 weitere Tankbauteile finden. Aber ich denke mal eher, dass wir dann noch 2 weitere hier irgendwo finden können. Obwohl es noch einige Items sind, ja. Aber es sind bestimmt auch noch viele weitere Missile-Container dabei. Aber wenn wir jetzt dann schon noch alles genauer sehen, als nächstes kommen dann wahrscheinlich diese beiden Items hier. Ach, hier oben ist das Item einfach. Da oben ist ein Missile-Container. Das ist die ganze Erklärung, okay. Weil hier in diesem Raum waren wir ja auch schon, also zweimal insgesamt, vielleicht sogar schon dreimal. Ich weiß nicht genau, aber schon häufiger auf jeden Fall. Und ich habe mich schon immer gefragt, wo dann hier dieses Item sein sollte. Ich dachte eben, das wäre irgendwo ganz oben. Aber in Wahrheit ist es einfach hier auf dieser Ebene da. Also eigentlich auch sogar ziemlich einfach, wenn man ein Auge im Kopf hätte. Was bei mir anscheinend nicht der Fall ist. Aber egal. Okay, und da oben scheint gleich das nächste Item zu sein. Wird ja hier für diesen Raum markiert. Erscheinbar kann ich hier nicht wirklich machen, aber ich hatte doch hier einen Grapple Beam hier oben. Das war doch die Stelle genau, wo ich dann gleich hier von dieser Position aus mit dem Space Jump da bestimmt rüberkommen kann. Ja, das sieht sehr gut aus. So, alles klar. Und ein weiteres Tankbauteil wahrscheinlich. So ist es. Oh, okay, jetzt bin ich da. Okay, jetzt bin ich da einfach gerade durchgelaufen hier. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, was es jetzt überhaupt für eine Tür gerade war hier, die ich jetzt zerbrochen habe. Ich bin da einfach jetzt schnell durchgerast. Lass mich mal bitte in Ruhe. Deswegen, man hätte die vielleicht auch schon mit einer Missile zerstören können oder so, ich weiß nicht genau. Ich würde sogar eigentlich schon vermuten, dass ich hier den Speed Booster auch brauche, weil es nämlich dann auch mal Sinn machen würde, dass wir jetzt dann auch mal den Gravity Suit auch mal sinnvoll unter Wasser benutzen konnten. Weil es gibt nämlich echt nicht so viele Stellen hier in dem Spiel, wo man halt jetzt dann sinnvoll mit dem Gravity Suit unter Wasser was anfangen kann. Der war halt wirklich eher für diese anderen Gravitationsänderungen dann zuständig und hat mir da irgendwas gebracht. Aber jetzt dann wirklich für Unterwasserpassagen, wo er ansonsten in anderen Metroid-Spielen eigentlich immer benutzt wird, dafür haben wir den eigentlich jetzt hier fast nie irgendwie sinnvollerweise benutzen können. Aber hier jetzt dann halt schon. Und dabei konnten wir jetzt uns dann das Item hier noch holen, weil eventuell wäre da auch ein Missile gut gewesen, keine Ahnung, aber haben wir auf jeden Fall uns holen können und dann kommen noch gleich diese ganzen Items hier auf diesem Weg da, also immer noch einige. Oh, und hier ist einfach noch in diesem großen Raum mit dem Wasser, das sich anhebt und wieder fällt, ist einfach hier unten noch ein Morphball-Durchgang, den ich sogar auch damals schon hätte finden können, da braucht man überhaupt keine späteren Fähigkeiten, kann man sich schon direkt holen eigentlich, aber war ich anscheinend auch nicht schlau genug dafür. Naja. Aha, und wieder mal verhilft mir der Scheinspark dazu, hier ein weiteres Tankbauteil zu finden. In diesem großen Raum hier, wo wir dann zum ersten Mal. Sehr schön. Und wieder ein weiterer Energy Tank dadurch. Wo wir zum ersten Mal eins von diesen komischen Baumwesen da besiegt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob man da so hinkommen soll. Nee, soll man nicht. Man soll es, glaube ich, eigentlich hier mitmachen, oder? Weil es ist nämlich noch nicht geladen, das Teil. Aber mal kurz. Moment. Ich will es mal kurz testen, wie es eigentlich geladen ist. Denn damit kann ich die Plattform aktivieren. Okay, aber ihr seht schon, der Scheinspark ist irgendwie ziemlich broken. Da ich halt mit dem in jedem Raum halt enorm hoch kommen kann. Wie komme ich eigentlich hier nach oben übrigens? Okay, dann müsste ich dann von hier aus geschickt da hinspringen, oder wie? Okay, da brauche ich aber da brauche ich den Space Jump schon. Oder? Um da hinzukommen schon irgendwie, ne? Weil ohne. Oh, die bleiben übrigens auch nur sogar nur kurz draußen. Okay. Weil ohne Space Jump komme ich da jetzt, glaube ich, nicht drüber, oder?
Ist auf jeden Fall nicht wie, weil normaler Sprung reicht da glaube ich nicht aus. Behaupte ich mal. Aber da man ja sogar den Shine-Spark vorher bekommt, kann man sich dann sogar das Item eben schon vorher holen mit der Methode von gerade eben. Das ist ganz witzig. Und hier kam ich mit bei diesem Double-Jump da auch nur nach oben. Mit Space-Jump. Deswegen eigentlich soll man das erst mit Space-Jump sich holen können. Aber mit Shine-Spark ging es auch und wie ich finde viel stylischer und cooler. So, und hier drüben, genau das wusste ich auch noch, dass da oben mal irgendwas sein würde, haben wir glaube ich auch schon mal gesehen. Kommen wir dann jetzt mit dem Space-Jump auch sehr leicht hin an diesen Missile-Container. Wunderbar. Und ich mache am besten keinen Schnitt, weil dann gleich das nächste Item direkt im nächsten Raum auf uns wartet, nämlich hier irgendwo. Und zwar einfach so eine blöde Box über mir, die mir nicht aufgefallen ist. Dein Ernst jetzt? Also irgendwie bin ich schon, frage ich mich schon, warum ich manchmal so blind bin eigentlich. Weil das hätte man auch entdecken können. Ich habe mich doch sogar in diesem Raum hier, weil ich hier die ganzen Container so auffällig fand, mich doch noch umgesehen. Aber mal an die Decke zu gucken, habe ich nicht dran gedacht. Ach man, ey. Aha, okay. Hier in diesem Raum haben wir das nächste Item und da komme ich wahrscheinlich jetzt dann mit dem Wave Beam halt zum ersten Mal hin, wenn ich durch das Glas hindurchschieße. Genau. Dann öffnet sich nämlich das, denn davor konnten wir an diesem Ort nie hinkommen. Aber jetzt dann eben schon. Und dort ganz auf der linken Seite wartet auf uns ein Missile Container. Genau, und in diesem großen Raum kann ich mich noch dran erinnern, da gab es doch hier irgendwo so eine Wand. Ich glaube, hier, wo ich mit dem Speedbooster durchheizen konnte, richtig? Genau. Und damit kam ich dann in den nächsten Raum, wo wir dann nämlich schon den Missile-Container gesehen haben, an dem wir aber halt auch nicht hinkommen. Oder hinkamen damals. Aber jetzt kommen wir dann damit schon hin. Hoffe ich zumindest mal. So. Hui! Sehr schön. Und noch alle möglichen Gegner umbringen. Durch unsere Mordsgeschwindigkeit. So, und noch ein langer Gang. Und da ist er. Yay. Sind eigentlich unsichtbare Wände? Okay, ist auch der Fall. Weil ansonsten hätte ich ja auch schon von da drüben aus dann mit dem Space Jump rüberkommen können. Aber es sind hier unsichtbare Wände. Deswegen wird es dann verhindert und man kommt dann wirklich eher oder wirklich nur auf diese Arten oder auf diesen Weg dahin. Okay. Oh, und da sehe ich schon wieder was. Okay, ich will wieder ein bisschen weiter weggehen vielleicht. Weil von hier aus reicht es ja auch schon locker, um es zu aktivieren. So. Und dann gleich wieder schön aufladen. Kabam! Und kaum wird er lebendig, schießen wir noch schon mit heftigen Supermissiles ab. Und das war's. Also mit der Methode sind die echt kein Problem. So. Und damit kriegen wir dann noch... Ah, so ein Ding wieder. Okay. Yay, einen Regenerationstank, dass wir jetzt dann bei Concentration dann noch mehr aufgefüllt bekommen. Ich glaube übrigens, will ich mal kurz erwähnen, ich glaube es war jetzt mit jedem von diesen Energietanks, oder nicht Energietanks, mit jedem von diesen... Wie ist denn jetzt mal? Ich hab den Namen schon wieder vergessen, von dem, was wir gerade mal eingesammelt haben, von diesen Dingern da halt. Ich glaube, da wurde auch jedes Mal dann die Grenze erhöht, bei der wir dann Concentration einsetzen können. Weil beim ersten Mal war es doch nur, glaube ich, bei 25 oder sowas. Aber ich konnte das jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon dann bei noch mehr Leben, die Samus übrig hatte, einsetzen. Vielleicht wurde es dann auf 50 und 75 und dann auf 99 oder sowas nachher erhöht oder sowas. Das kann vielleicht sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fehlt dann nur noch ein weiteres Item hier in Sektor 1, nämlich noch dann das hier direkt vor dem Biowaffenlaboratorium, das wir uns jetzt dann gleich auch noch hoffentlich holen werden. So, und da oben, ne, da oben ist nichts, das ist nur das Licht. Aber irgendwo hier ist es dann gleich, dann wahrscheinlich da unten, schätze ich mal. Da komme ich dann nochmal nach unten? Kann ich die Brücke wieder sich einfahren lassen eigentlich? Geht das, warte mal kurz, geht das irgendwie? Das geht ja. Okay, und dann wahrscheinlich da unten, oder? Denke ich mal. Weil ich jetzt hier oben nicht wirklich was gefunden habe. Aber hier sehe ich irgendwie auch nicht so. Oder kann ich hier im Boden wieder irgendwas machen? Ich sehe hier auch nicht so wirklich viel. Ich kann mal hier einfach dann wieder eine Powerbombe hinlegen. Vielleicht funktioniert es ja irgendwie. Bam! Aber nichts passiert. Achso, hier einfach. Da kann ich rein. Mhm. Das sieht gut aus. Und das führt mich dann zum Item. Oder auch nicht. Moment. Ne, das soll... Okay, das ist interessant. Das soll mir einfach nur anzeigen, dass da halt ein Item ist, aber ich komme da nicht hin. Okay. Dann ist wahrscheinlich auf der rechten Seite, weil ja das wieder symmetrisch sein sollte, dann auch irgendwo ein Morpher-Durchgang. Und der führt mich dann dahin. Das haben wir auch gerade eben gesehen, dass da rechts halt auch noch dann ein Ausgang war für den Morpher-Durchgang irgendwie. Aber wo ist denn der Eingang? Ah, hier, oder wie? Moment. Das ist er. Okay. Und da jetzt natürlich kommen wir zum Item hin. Hoffe ich zumindest mal. Ja, so ist es. Wenn ich es dann kriegen würde. Okay. Ein Missile-Container.
Gut. Und damit haben wir dann auch hier in Sektor 1 die 100% gesammelt. Yay. So, und dann fehlen eben nur noch insgesamt zwei weitere Items hier in dem Spiel, die wir uns dann noch holen wollen. Nämlich dann eben noch diese beiden hier im Biowaffenlaboratorium. Ich kann halt schon so ein bisschen spekulieren. Also Tankbauteile habe ich hier jetzt 16, da werden wir keine weiteren mehr bekommen auf jeden Fall. Und ich meine, vielleicht kriegen wir noch einen weiteren Schnelllader oder so, ich weiß nicht genau, aber ich würde eigentlich am meisten Sinn machen, finde ich, wenn da einfach die beiden anderen Items da noch Missile-Container wären, dass wir eben dann auf 80 kommen, weil 78 oder 79 Missiles ist eine sehr komische Zahl und 80 wäre da ein bisschen eine schönere Zahl. Deswegen, ich denke mal, dass dann die beiden Items da Missile-Container sein werden, aber das werden wir dann gleich schon noch herausfinden. Bin ich hier in dem neuen Raum gerade, wo ich noch nie zuvor war? Ich will mal ganz kurz zurückgehen und es mal kurz euch zeigen. Wo ich jetzt gerade lang gelaufen bin. Und zwar ursprünglich kam ich aus diesem Raum hier. Und damals sind wir auf jeden Fall den unteren Weg. Ich muss mal kurz zeigen. Damals sind wir auf jeden Fall den unteren Weg hier entlang gegangen, als wir hier zum ersten Mal halt waren. Genau, weil hier war ja dann eben der Ort, wo wir dann Ridley oder halt die Leiche von Ridley getroffen haben. Die übrigens weg ist sogar, die ist gar nicht mehr da. Auch interessant. Okay. Ich bin dann auf den anderen Weg da entlang gegangen und ich bin mir nicht sicher, ob damals, als wir jetzt zum ersten Mal waren, ob dann damals die Tür da oben rot war und wir da nicht durchkommen konnten. Ich weiß nicht genau. Aber so oder so war ich da, glaube ich, noch nicht. Ich kann mich da nicht dran erinnern an diesen Raum von gerade eben. Und vor allem war da auch noch jetzt ein Item, das ich dann eigentlich damals auch hätte finden müssen, behaupte ich mal. Weil ich habe da ja gerade noch eins gesehen. Deswegen gucken wir uns jetzt dann doch mal hier in diesem Raum so um. Also erstmal ist hier so direkt eins. Kann ich die Säule zerstören? Oder so? Ja, anscheinend nicht. Ich habe da links auch irgendwas gesehen. Genau, nämlich hier. Einen weiteren Missile-Container nämlich. Und da sehe ich ganz viele Mothball-Durchgänge. Wie komme ich denn da rein? Kann ich eins von diesen Glaswänden zerstören? Oder so? Oder ich meine, wo geht denn das los? Ja, keine Ahnung. Ich kann es mal kurz testen. Einfach mal so eine zünden. Boom! Und. Ne, leider nicht. Weil ich meine, beide Items sind jetzt hier in diesem Raum noch. Kann ich euch da irgendwas machen? Ne. Wo führen denn die anderen beiden Türen hin? Ich meine, das ist ziemlich verwirrend aufgebaut hier, das Ende noch, ehrlich gesagt. Wo bin ich jetzt hier? Okay, war das der Raum, wo wir die echte Madeline Bergman zum ersten Mal getroffen haben? Was war das für ein Raum? Oder waren das, okay, das waren, glaube ich, die Räume, wo wir sie hindurch verfolgt haben, genau. Aber ist wie gesagt ziemlich kompliziert aufgebaut, finde ich. Und ich weiß jetzt aktuell nicht, wie ich jetzt da rankommen soll an die beiden Items. Also ich meine, das Problem ist ja, dass ich bei keinem der Items weiß, wie ich da hinkommen soll. Aber ich werde es dann gleich schon herausfinden. Und wenn ich es herausgefunden habe, dann werden wir uns halt da gleich wiedersehen. Okay, jetzt bin ich auch wieder hier in dem Raum übrigens. Aber vielleicht war ich da auch doch schon. Aber ich glaube, die Türen waren auf jeden Fall nicht alle entriegelt, wie halt jetzt gerade. Aber ja, wie gesagt, gleich sehen wir uns wieder, wenn ich dann da einen Weg gefunden habe, an diese Items da ranzukommen. Achso, das eine ist einfach hier unten. Okay. Wo ich dachte, dass es in der Säule oder sowas vielleicht wäre. War ich denn hier an diesem Ort jemals zuvor? Ich bin mir echt nicht mehr sicher, an welchen Orten ich hier am Ende eigentlich war, weil halt hier wirklich auch total viele Türen immer verriegelt waren, die ich nicht entlang gehen durfte und die ich dann erst jetzt am Ende halt entlang gehen darf. Und deswegen, ich weiß echt nicht, wo ich hier schon überall entlang gelaufen bin und wo noch nicht. Ich habe keinen Peil. Aber auf jeden Fall will ich jetzt das eine Item da auch noch haben. Und ich meine, das sehe ich ja, wo es ist. Ich weiß ja, wo es ist. Ich weiß auch nicht, wie ich rankommen kann. Weil es ist schon komisch, dass halt da überall diese Morphball-Gänge da zwischen diesen einzelnen kleinen Räumen da sind. Aber ich müsste halt mal in einen der Räume reinkommen. Achso, da oben. Okay, hier falle ich rein. Mit einem Morphball-Durchgang irgendwie. Aber wo der losgeht, habe ich keine Ahnung. Da werde ich, glaube ich, noch ein bisschen suchen müssen. Aber werde ich dann gleich schon noch finden, hoffe ich mal. Oh, ich kann hier. Ach so. Oh Mann, ey. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, dass dieses komische Ding hier sehr seltsam aussieht und irgendwie auffällig. Also werden verschiedene Sachen angezeigt von verschiedenen Welten anscheinend. Ziemlich cool. Aber hier auf der Hinterseite, da wird nichts angezeigt und da ist auch keine Wand. Und da kann ich hindurchspringen und da kann ich hier mit Wandsprüngen nach oben und die werden mich dann bestimmt, sehr gut, werden mich dann bestimmt gleich zum entsprechenden Item führen. Das sieht sehr gut aus. Okay, alles klar. Puh. Ja, und damit haben wir jetzt dann. Okay, ist wieder der Rückweg dann. Wo komme ich da jetzt raus? Komme ich wieder. Dann hier unten einfach raus. Okay. Und damit haben wir jetzt dann hier in Metroid Other M, wenn ich das richtig sehe,
Ja, schon. Dann die 100% gesammelt. Da steht doch nochmal rechts unten. Dann gefundene Items 100%. Haben wir also alles bekommen, was irgendwie geht. Dann hier 80 Missiles haben wir jetzt insgesamt am Ende. Dann einige weitere Energy Tanks. Wir sind zu faul zum Zählen. Können wir selber nachzählen. Und dann hier 16 Tankbauteile und 6-mal Schnelllader. Alle Upgrades. Deswegen, ja, wir haben wirklich alles gemacht, was hier dann so irgendwie geht. Cool. So, aber ich glaube jetzt mal nicht, dass der Part jetzt schon eine halbe Stunde lang ist. Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen kürzer als eine halbe Stunde, würde ich mal schätzen zumindest. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber ich würde mal schätzen, dass wir noch keine halbe Stunde erreicht haben. Deswegen machen wir noch ein bisschen weiter, weil wir ja eigentlich noch im Hauptsektor was halt zu erledigen haben. Deswegen kehren wir jetzt da mal an diesen Ort dahin zurück und gucken mal, was dann da so passieren wird. Und wieder zurück im Hauptsektor, wo wir jetzt dann gleich an diesen einen Ort dahin gehen wollen, wo wir dann gleich etwas Unersetzliches noch mitnehmen. Können? Warum ist hier noch so ein Ding? Okay, es gibt hier echt noch einiges mehr zu erkunden. Ich bin mal halt auch nicht ganz sicher, wie viele Parts wir jetzt eigentlich da noch haben werden. Hier in dem Let's Play, weil es halt auch alles blind ist und nicht genau weiß, was hier noch passieren wird. Achso, ich komme von hier. Achso, ich komme von hier aus da auch gar nicht hin. An diesen Ort, weil nämlich dann der Aufzug hier auch im Arsch ist. Also in diesen Raum da, auch in diesen langen Gang da, da komme ich gar nicht rein, weil sowohl der Aufzug davor als auch dahinter da kaputt ist. Deswegen komme ich da überhaupt gar nicht hin. Und ich muss dann doch noch diesen Weg da jetzt dann gleich da nehmen, anscheinend. Okay, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel jetzt dann hier noch kommen wird. Und ich meine, vielleicht ist das schon der letzte Part hier, aber ich glaube es eigentlich, ich würde eigentlich ungern wollen, dass das hier der letzte Part ist, weil wir anscheinend noch hier doch ein bisschen mehr haben. Und so mega viel Zeit haben wir jetzt, glaube ich, in diesem Part auch nicht mehr, weil ich jetzt nicht will, dass der so ultra lang wird, dieser Part hier. Ein bisschen was halt an Zeit dürfen wir, glaube ich, schon noch haben. Mal gucken. Bam. Deswegen ein bisschen weiter spiele ich jetzt mal noch. Ich bin echt gespannt, was dann jetzt hier eigentlich noch gleich so alles passieren wird. Mal schauen. Das heißt, jetzt dann wieder komplett neue Räume hier, die wir noch nie zuvor gesehen haben und die wir jetzt dann hier noch erkunden können. Aber ich freue mich schon. Mal schauen, was hier dann gleich alles passieren wird. So. Okay, nochmal ein Aufzug, der mich nochmal komplett woanders hinführen wird. Okay. Kommt sogar vielleicht noch ein komplett neuer Sektor auch, wo wir noch nie zuvor gewesen sind, Sektor 4 oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Oder der führt mich einfach irgendwo anders hier im Hauptsektor hin, das kann auch sein. Wir schauen mal. Ich bin irgendwo anders im Hauptsektor. Nämlich hier unten jetzt. Okay. Wirklich, wirklich, wirklich sehr interessant. So, und auch wieder ein sehr langer Gang vor uns. Wo ich dann gleich wieder schön entlang heizen kann. Hui! Wow, Hilfe. Und da haben wir gleich Gegner. Habe ich gerade gesehen, nämlich hier die Kollegen wieder. Die ja dann doch einiges aushalten. Das sind gar nicht mal so einfache Gegner. Also schwierig sind die jetzt auch nicht unbedingt, aber die halten halt ein bisschen mehr aus als jetzt dann manche andere Ge Gegner. Aber ich habe hier schön super Missiles und Zielverfolgen für mehrere Gegner, deswegen sollten wir schon auch hinkriegen. Einfach immer schon draufballern und die gar nicht. Okay, sind schon tot. Und die gar nicht zur Ruhe kommen. Ah, es kommt noch mehr. Und die gar nicht zur Ruhe kommen lassen. Dann haben wir hier echt gute Chancen. Weil dafür ist halt jetzt auch dann die Zielverfolgung für viele Gegner halt dann auch wirklich ideal. Und ja, ausweichen, ausweichen, kommt gleich aus dem Boden rausgeschossen, die Viecher. So. Aber haben wir auch schon viel Schaden genommen. Und bam! Den Rest kann ich dann, glaube ich, ohne Missiles schaffen. Mit normalen Schüssen hier vom Charge Beam, vom Plasma Beam. Weil die jetzt dann doch schon, wie gesagt, sehr viel Schaden genommen haben, die Viecher. Und die dann gleich sterben dürften. Wo die mal immer noch viel aushalten. Habe ich gerade eben nur den einen getroffen? Nee, keine Ahnung. Da waren noch drei von denen gerade eben, oder? Wo die da gespawnt sind. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie tot. Okay, jetzt darf ich weitergehen. Okay, alles klar. Kommen jetzt noch mehr Kämpfe oder wie? Weil da ist wieder eine Wand im Weg. Jetzt hier. Okay, es kommen noch einige weitere Kämpfe hier. Jetzt dann gegen diese komischen Viecher hier. Ja, kann ich die eigentlich so treffen? Die haben ja manchmal ihren Panzer da im Weg, aber jetzt habe ich sie treffen können gerade eben. Also habe ich nichts dagegen. Und eine Supermissile kann auch ziemlich gut aufräumen mit denen. Aber ich meine, Super Missile macht immer super viel Schaden. Deswegen heißt sie wahrscheinlich auch so. Weil sie super viel Schaden machen kann. Nur mal kurz aufladen hier. Schnell aufladen, aufladen. Okay, und dann gegen euch auch noch. Ja, okay, kann ich da auch? Habe ich Zeit zum Aufladen? Ich habe Schaden genommen kurz, aber ich habe trotzdem genügend Zeit zum Aufladen. Weil ich eben auch sehr schnell aufladen kann. Deswegen ist auch kein Problem. Also ja, hier Super Missiles oder auch dann die Zielverfolgung zu benutzen. Das ist schon echt eine ziemlich, ziemlich coole Taktik. Die gegen sehr viele Gegner wirklich sehr gut und leicht funktioniert. So. Und noch mehr Gegner haben wir hier. Es ist echt interessant, dass wir jetzt dann hier nochmal gegen so ziemlich die stärksten Gegner im Spiel nochmal jetzt dann hier der Reihe nach kämpfen müssen. Ne? Und das immer erst dann danach noch voranschreiten dürfen. Das ist echt ganz cool. Ich mag mal kurz gucken, wie groß ist denn der Raum eigentlich?
Okay, hier echt so ein mega langer Gang. Und die Hälfte davon haben wir jetzt ungefähr. Okay, ja, ich würde da vielleicht diesen Gang hier noch ganz gerne abschließen. Aber dann gleich muss ich gucken, ob ich danach dann noch auch irgendwas anderes in dem Part machen will. Weil ich mir jetzt nicht sicher bin, eben wie lang der ist, aber ich glaube, jetzt haben wir dann, jetzt dürfen wir so ungefähr bei der halben Stunde Grenze sein. Ich meine, wenn es nicht genau ist, ist auch nicht schlimm, ne? Aber wäre halt ganz cool, weil ich das halt immer so ungefähr eine halbe Stunde lang machen will. Deswegen wäre das halt dann so mein Ziel, wenn wir das halt hinkriegen würden. Mal gucken. So, dann erstmal wieder schön weiter mit der Zielverfolgung und dann draufhauen auf euch. So, dann immer schon gleich alle auf einmal treffen. Mit Missiles. Jetzt fallen sie wieder ein bisschen nach, aber ich kann trotzdem noch ein paar von denen treffen. Einer ist auch schon tot. Und du darfst auch da sterben, warm. Und dann die anderen, die sind auch schon... Ne, der einer lebt noch da hinten anscheinend. Aber gleich nicht mehr. Ja, konnte er aber aus- oder ablocken, meine Supermissile. Was fällt dir eigentlich ein? Okay, jetzt ist er irgendwie tot. Der ist, glaube ich, dann jetzt noch durch die Explosion gestorben, oder wie? Weil die Supermissile ja auch beim Explodieren eine ziemlich hohe Reichweite noch hat. Also ja, da haben wir echt ganz gute Chancen. Ich habe jetzt hier bei den ganzen Kämpfen gegen dann doch relativ schwierige Gegner bisher echt kaum Schaden genommen, weil ich halt immer schön auf Distanz bleiben kann. Und ich einfach halt meine heftigen Missiles raushaue und da haben die echt keine Chance, die Gegner hier. So, kabam, ihr dürft alle sterben. Nice. Und okay, gleich alle mit einem einzigen Schuss quasi gekillt. Auch nicht schlecht. Soll wieder schön aus der Entfernung einfach ballern, weil das halt echt ziemlich chillig hier ist, wie wir sehen können. Und die Gegner haben aber nicht so ganz viele Chancen. Tut mir fast ein bisschen leid auch. Aber auch nur fast. Also echt kein Problem hier. So, wo sind wir jetzt angekommen? Na, ja, gleich sind wir am Ende von diesem ewig langen Gang hier. Und es kommen auch gleich noch weitere Kämpfe, schätze ich mal. Hier dahinter, ja. Das war... Was? Oh, nee, nicht gegen den. Nicht gegen den, Idiot. Den hasse ich ja wirklich total. Gegen den wir da so häufig immer haben kämpfen müssen. Aber wir haben jetzt viel mächtigere Möglichkeiten als damals, deswegen sollte der jetzt für uns auch kein Problem mehr darstellen mittlerweile. Hoffe ich mal, obwohl er aber sehr viel aushält. Aber jetzt ist er tot, okay. Es war dann doch sehr einfach, weil Super Missiles sind nochmal natürlich. Weil Super Missiles sind halt echt total broken, weil ich halt, vor allem jetzt halt mit dem Schnellladen, weil ich kann halt immer dann die Gegner da so total einfach zurückstoßen. Und während sie sich gerade wieder aufrappeln, kann ich schon die nächste Super Missile laden. Und da haben die halt echt keine Chance, die Gegner. Das ist echt chillig. Weil der hat uns ja wirklich viele Probleme gemacht, der Gegner. Aber jetzt war es dann kein Problem, obwohl das sogar doppelt vorkam. Aber haben wir leicht schaffen können. Okay, und hier ist noch ein Speicher, das ist ja perfekt. Wenn ich dann eh den Part beenden wollte. Wunderbar, dann machen wir das so. So, ich werde noch kurz speichern. Gut. Aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier auf diesem Part von Let's Play Metroid Other M? Ich habe jetzt, wie gesagt, keine Ahnung, was jetzt hier noch alles so kommen wird. Jetzt haben wir halt wenigstens mal die 100% der Items gesammelt. Ich meine, so viel kann eigentlich gar nicht mehr kommen. Also, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich eigentlich schon schätzen, dass der nächste Part dann der letzte ist, weil jetzt dann hier noch so ein paar weitere Räume kommen, wo wir dann eben doch dann auch an diesen Ort hier hinkommen können, wo wir auch hin sollen. Aber ich weiß halt nicht, ob wenn wir jetzt da waren, ob wir dann halt das Spiel auch wirklich durchgespielt haben, auch das, halt auf jeden Fall den Epilog hier, dann quasi auch noch. Oder ob dann danach Samus nochmal auf woanders irgendwie hingehen will, dann nochmal zu den ganzen Sektoren oder sowas. Ich habe halt keine Ahnung. Ich würde eigentlich schon schätzen, dass der nächste Part dann eventuell der letzte sein könnte. Der nächste Part könnte vielleicht auch ein bisschen kürzer werden, wenn wir dann nur noch hier hingehen und wir das dann durchgespielt haben. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist halt immer der Nachteil bei einem Blind-Projekt, dass er nicht genau weiß, wann denn das Ende jetzt mal erreicht ist und was da jetzt noch so alles passieren wird. Aber ich bin trotzdem auf jeden Fall sehr gespannt, was das Spiel noch dann so alles für uns bereithalten wird. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich da noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.